Stromversorgung für die Pumpe, die, klar, die ist hier in der Tasche. Das Kabel kommt hier raus. Aus dem Körper. Aus deinem Bauch raus. Ja, kommt hier aus dem Bauch raus. Die Akkus sind für Thomas Kraus überlebenswichtig. Sie versorgen sein Kunstherz über das Kabel durch die Bauchdecke mit Strom. Eine Herzmuskelentzündung schädigte 2013 seine linke Herzkammer massiv. Vergeblich wartet er seit damals auf ein Spenderorgan, wäre fast gestorben. Ich habe mich verabschiedet von meinen Kindern, dann am Schluss auch von meiner Frau. Wir haben nur alles besprochen, Testament gemacht im Krankenhaus und habe mich schon intensiv mit dem Gedanken beschäftigt, dass das wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig funktionieren wird und dass sie jetzt sterben wird. Ja. Im Klinikum Großhadern implantierten ihm die Ärzte in letzter Sekunde ein Kunstherz. Seine Funktionen werden regelmäßig kontrolliert. Wie lange Thomas Kraus mit Kunstherz leben kann, ist offen. Auf ein Spenderorgan muss er weiter warten. Die lange Zeit ist schon ein bisschen zermürbend, ist das schon alles. Oder nagt schon an einem. Ja. 6 Jahre auf der Warteliste ist jetzt nicht ganz einfach. Dem Familienvater geht es nicht schlecht genug. Deshalb steht er auch nicht auf der Dringlichkeitsliste für ein neues Herz. Grund: der Organmangel in Deutschland. Dass sich politisch beim Thema Organspende jetzt etwas bewegt, freut ihn und seine Familie. Er wünscht sich, dass man nicht nur auf die Zahlen schaut, sondern hinter auf die Patientenschicksale schaut und sich ja, vielleicht informiert oder mit ein paar spricht und dann zum positiven Ergebnis kommt und sagt, okay, da müssen wir was ändern, wenn wir auch was ändern können. Ein wenig Hoffnung für Thomas Kraus. Und manche warten sogar bis zu 10 bange Jahre auf ein Organ. Doch wo liegen Angebot und Nachfrage momentan genau? Wir haben mal die aktuellen Zahlen recherchiert. Zum Stichtag 31.12.2023 hofften und warteten 8.716 Patienten auf ein Spenderorgan. Im ganzen Jahr 2023 standen bundesweit aber nur 2.877 Organe von Verstorbenen zur Verfügung, also nur rund ein Drittel des Bedarfs. Und genau diese Zahl wollen die Bundestagsabgeordneten endlich steigern. Ihr Modell macht jeden Bundesbürger automatisch zum Spender, falls er oder sie zu Lebzeiten nicht aktiv widerspricht. Die meisten Länder in Europa praktizieren das schon so. Und nun unternimmt auch Deutschland nochmal einen Anlauf. Ein Spenderorgan. Viele werden aus Nachbarländern importiert. In Deutschland gibt es schlicht zu wenig Spender. Das muss sich ändern, findet eine Gruppe von Abgeordneten aus unterschiedlichen Fraktionen. Das heutige Zustimmungsmodell sei gescheitert. Ich habe mich in der Abstimmung 2020 im Deutschen Bundestag für die Freiwilligkeitslösung zunächst entschieden. Aber ich muss heute erkennen, dass die Hoffnungen auf diese Lösung sich nicht erfüllt haben. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass pro Tag 3 Menschen versterben, weil sie nicht transplantiert werden. Die Abgeordneten wollen erreichen, dass jeder volljährige Mensch, der einwilligungsfähig ist, zum Organspender wird, wenn er nicht ausdrücklich widerspricht. Sie sehen sich durch Umfragen bestätigt. Demnach stehen 84% der Deutschen einer Organspende positiv gegenüber, aber nur 44% haben eine Entscheidung etwa in einem Spenderausweis dokumentiert. Das bürdet den Angehörigen die Entscheidung auf. Wie belastend das für die Angehörigen ist, wenn sie gar nicht wissen, wie hat mein Sohn getickt, wie hat meine Tochter getickt und dann eine Entscheidung treffen müssen. Meist entscheiden sie dann gegen eine Organspende. Mit einer Widerspruchsregelung würden sich dagegen alle mit dem Thema auseinandersetzen, hoffen ihre Befürworter. Und wer dann nicht spenden will, muss widersprechen. Patientenschützer sagen, das geht so nicht. Wenn ich schweige, stimme ich nicht zu. Die freie Selbstbestimmung ist in dieser Frage entscheidend. Dann erst wird es eine Spende. Ob die Widerspruchslösung überhaupt kommt, ist offen. Wenn, das sagen die Befürworter, wäre sie frühestens in 2 Jahren umgesetzt. Auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Aumer aus Regensburg gehört zu jener Gruppe, die heute ihren Antrag auf eine Widerspruchslösung vorgelegt hat. Herr Aumer, grüß Gott nach Berlin. Vor 4 Jahren ist der Antrag ja gescheitert. Warum sollte es denn dieses Mal klappen? Grüß Gott. Ich denke, das Grundproblem ist, dass die Zahlen nicht besser geworden sind, dass die Situation für Spender auch nicht besser geworden ist. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man stärker aufklärt, dass man stärker in der Gesellschaft sensibilisiert. Und deswegen ist dieser neue Anlauf
wichtig. Und die Bundesländer haben ja im Bundesrat einen Antrag eingebracht. Und das, glaube ich, geht so ein bisschen Seite an Seite. Ja, aber glauben Sie denn auch an einen, ich sag mal, schnellen Erfolg, vielleicht noch in diesem Jahr? Ich weiß nicht, ob der Erfolg schnell sein muss. Ich glaube, besser ist, wenn es ein Erfolg ist. Und da gilt es natürlich jetzt die nächsten Wochen und Monate daran zu arbeiten, dass man viele Menschen überzeugt. Das ist ein sehr sensibles Thema und deswegen ist es, glaube ich, wichtiger, dass man sich auch ein bisschen Zeit lässt, um viele Gespräche zu führen und dass man dann auch ein gutes Gesetz auf den Weg bringt. Ja, aber Herr Aumer, wir sind noch immer das einzige Land in Europa, das noch am alten Modell festhält. Warum eigentlich? Ich denke, wir haben ja sehr viele Diskussionen in der Vergangenheit gehabt und die Mehrheiten waren bisher anders gelagert. Wenn man die Zahlen in Europa anschaut, dann ist es sehr deutlich. Frankreich hat die Widerspruchslösung, hat doppelt so viele Organspenden wie Deutschland. Spanien hat die Widerspruchslösung, hat 2,5 mal so viele Organspenden wie Deutschland. Und die USA beispielsweise haben dreimal so viele Organspenden wie Deutschland diese hat. Und das spricht für sich. Und wenn man die Zahlen anschaut, dann wäre das auch erforderlich für Deutschland. Ja, das heißt, Sie meinen, eine Widerspruchslösung könnte auch unseren Mangel lösen. Sprich, wenn über 8000 Menschen ein Organ brauchen, dann gäbe es tatsächlich auch über 8000 Organe. Ist das so? Naja, wir haben ja auch den internationalen, vor allem den europäischen Austausch. Und dort bekommen wir ja schon Organe, die aus Ländern mit Widerspruchslösungen nach Deutschland kommen. Also da, glaube ich, muss man auch ehrlich sein in der Debatte. Ich glaube, wenn man sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, wenn man über die Widerspruchslösung hinaus auch alle anderen Baustellen angreift, dann kann man auch den Menschen, die Hilfe brauchen und die Organe brauchen, helfen. Ja, ganz kurz noch. Einige Menschen haben ja Sorge, die Ärzte tun dann vielleicht zu wenig, um mein Leben zu retten. Kann man diese Angst irgendwie nehmen? Also ich persönlich bin davon überzeugt, dass das Verfahren beispielsweise zur Feststellung des Hirntods in Deutschland ein sehr intensives Verfahren ist. Es braucht beispielsweise zwei Ärzte und ein klar festgelegtes Vorgehen, um das feststellen zu können. Also ich glaube, dass man da den Menschen auch die Angst nehmen kann. Und es ist wichtig, dass man auch diese Angst nimmt, weil am Ende ein Ziel im Vordergrund steht, mehr Leben zu retten. Und das, glaube ich, sollte unsere gemeinsame Aufgabe sein. Sagt der CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Aumer. Vielen Dank nach Berlin.